lang genug hinausgezögert. Aber hinauszögern heißt ja nicht skippen. Also bin gerade auf dem Weg zum Schwimmtraining. Ich habe Lust wie zwei, die keine haben, kann ich euch sagen. Nee. Aber da vorne ist es schon. Das Schwimmbad. Gut auf jeden Fall für mich, dass sie hier keine Sauna haben. Ansonsten wäre die Versuchung sehr groß. So, 2,7 Kilometer Schwimmen abgehakt. War dann doch gar nicht so schlimm. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich jedes Mal so anstelle. Genau. Wobei ich sagen muss, dass bei 8x50 Beine mir die so leicht weggeflogen sind. Aber das, da habe ich auch so einen leichten Muskelkater vom Laufen. Ah ja, gut, dass ich wieder anfange. Man merkt's. Die Muskulatur, die war es nicht mehr gewohnt. So, der Skiurlaub ist vorbei. Neues Jahr, neues Glück, neuer Trainingsplan. Ist auch bitter nötig, habt ihr ja gesehen bei der LD. Gestern schon eine Runde laufen gewesen, war ein bisschen nass und dunkel. 1er Wetter hier, 50 Minuten Lit im Regen. Super. Wird eigentlich beschlossen, dass diese Triathleten im Winter gemacht werden. Bei Sturm, Regen und so ein Scheiß. So, durch das Ding. Jetzt noch ein bisschen dehnen. Und ja, heute jetzt eine Stunde Swift, aber erstmal vorher einmal auf die Matte ein bisschen Stabi zur Aktivierung. Eine Stunde lit, fühlt sich gerade irgendwie nicht so lit an, aber Schwelle ist nach der LD angepasst und ich bin vielleicht einfach nicht fit. Muss man ganz klar sagen, noch sind die Propelloren voll, noch sind die Ventilatoren aus, aber ich glaube, die mache ich gleich an. Stunde lit durch. Irgendwie anstrengender als gedacht. Also, Puls auch ziemlich hoch gewesen. Hab den Propeller aber ausgelassen. Aber Fenster aufgemacht. Gumo. Heute Morgen Frühlauf. Steht zwar nicht als Frühlauf drin, aber klappt sonst nicht mit dem sonstigen Tag. 45 Minuten. Locker lit zum Reinkommen. Genau, den Weg dahin zu meinem Laufstart nutze ich immer, um mich ein bisschen zu aktivieren, ein bisschen Fußgelenksarbeit, weil da habe ich immer Probleme mit, ein bisschen mobilisieren. Vorhin zu Hause auch noch mal kurz auf der Matte gewesen, da noch mal ein bisschen, so ein paar Yoga-Übungen gemacht. Genau, und in der Regel, wenn ich dann am Laufstart angekommen bin, ist das GPS der Uhr auch da, also Zeit bestens genutzt. 10 Mobilisationsübungen, da hatten wir ja schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr das sehen, was ich da mache. Auf geht's, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein bisschen sehr hoch heute Morgen der Puls. Vor allem bei der Pace. Heieiei. Heute mal das Aerorad ausgepackt. Und auf dem Weg zum Schwimmtraining. Motivation ist heute da. Besser auf jeden Fall als beim letzten Mal, auch wenn die Augen noch ein bisschen müde sind. Aber die gehen ja gleich auf. Oh, heute auf jeden Fall eine Einheit mit viel Spielzeug hier. Das steht heute auf dem Plan.
Los geht's. Die 100er durch. Ich habe ja am Dienstag Krafttraining gemacht, ein bisschen Klimmzüge und Liegestütz. Ich glaube, die haben auf jeden Fall was gebracht. Auf jeden Fall ein besseres Gefühl im Wasser. Könnte natürlich auch nur alles Einbildung sein. Der Klassiker. So, Schwimmen für heute geschafft, demnach Training für heute geschafft. Und da war, kann das Wochenende doch beginnen. Humo, doppelter Espresso ist drin, schön 1,5 Stunden Lit. Wetter ist ganz okay, deswegen schön draußen auf dem Gravel. Mal das gute Wetter ausnutzen. I can tell you staring, is this something that you like? You glaring, cause I'm so far out of sight. Now if you coming closer, beware of my wicked bite. And yes, I know you chose her, but I will not put up a fight. So, nach der Radfahrt heute Morgen und einem guten Frühstück, jetzt der Lauf, 55 Minuten davon, am Ende 5 Minuten progressiv. Ja, das sollte locker machbar sein. Die progressiv ist irgendwie so 4 Minuten bis 4,15, irgendwie sowas in der Richtung. Genau, auf geht's. Wer hätte es gedacht, jedes Mal ziehe ich mich falsch an hier bei den Temperaturen. Ist auch gefühlt schon wieder Sommer. So. Geschafft. Die letzten 5 Minuten, ich bin noch gut außer Puste hier. Bei 4.14, 4.15 irgendwie sowas stand auf der Uhr, was ich währenddessen gelesen habe. Ja, sagen wir es mal so. Ist auf jeden Fall sehr weit weg von der alten Bestzeit, aber klar, woher soll es auch kommen. Hat sich aber dennoch ganz, ganz gut angefühlt, beziehungsweise war mal ganz schön, wieder ein bisschen flotter zu laufen. Also dranbleiben und dann passt das. So, jetzt Waffeln essen. So, das ist auch irgendwie stabil, ne? Schöne Waffel hier von Mutti. Sehr gut. So, nächster Tag. 2 Stunden Lit. Gedacht, Wetter ist okay. Dann also auch wieder draußen fahren. Mit dem Auto zum Mainweg gefahren. Also wenn jemand mal hier in der Nähe ist, also Remont da die Ecke. Mainweg, bestes Gebiet zum Graveln. Also das ist echt ein Gravel-Paradies. Ja, hat gerade eben noch mal geregnet, also ist hier noch alles nass, aber Sonne, wunderbar.
keine Wolke mehr. Vor allem, und wenn, naja, seit dem Tripacking sind wir ja Regen gewohnt, ne? Also, alles aufbauen und dann ab geht es. Also, wie gesagt, mein Weg ist einfach der geilste Spot zum Graveln. Guckt euch das mal an. Träumchen. Und das ist nur der Anfang. Wird richtig gut. Geschafft für diese Woche. Jetzt nochmal sauber machen hier. Auch bestes Teil. Ja, wunderbar.